Ja, Steingruber weitere Turnerinnen sehr große Fortschritte machen und dann hoffentlich zu einem starken Frauenteam sich zusammenfügen. Apropos Team, das hier ist ja ein Teamwettkampf. Jeweils der beste Turner und die beste Turnerin eines jeden Landes formen eine Art Nationalteam. Ein Mann, eine Frau mit Ilaria Käslin im Einsatz. Im Team Schweiz 2 ist er, Pascal Bucher, einer der WM-7., einer aus dem erfolgreichen Schweizer WM-Team von Nanning. Er beginnt beim Pauschenpferd, das war früher einmal ein absolutes Zittergerät, hat sich aber unterdessen gewandelt. Ugonian, ganz schwieriges Wandern, ein Element direkt kombiniert mit der Fedorchenko. Das sieht gut aus. Das Vorwärtswandern, das Macho Wandern. Das wird knapp. Nein, er kann. Er ist ein Pferdspezialist, behaltet sich da oben. Muss noch ein bisschen die Beine verrühren, aber er fightet sich durch. Okay. Er zeigt selber an. Ziemlich am Anschlag am Schluss von dieser Übung, aber okay. Ja, also die Schweiz 2 hat es gerade wissen. Fangen beide mit dem Zittergerät an. Ilaria am Balken und Pascal am Verpauschen. Wobei, theoretisch könnte man diese Zittergeräte auch vermeiden, denn nur an den besten Geräten muss man antreten, also an dreien insgesamt, wenn man sich für den Final qualifizieren will. Bei den Frauen sind das 3 von 4, bei den Männern immerhin 3 von 4.